Person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. Well, you've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. I'm not bad looking, to be honest. If you go for that type. Well, I ain't never been that picky. I just hate seeing their eyes. The Outlast Trials. Ja, und somit herzlich willkommen zu Closed Beta von The Outlast Trials. Ich wurde da bei Steam eingeladen für die Outlast Closed Beta. Wahrscheinlich viele andere Leute. Und pünktlich zu Halloween natürlich kam das jetzt hier an die Öffentlichkeit. Und ja, ich war gerade hier schon die ganze Zeit mit offenem Mund am Staunen, wie das Intro aussah. Outlast-typisch, brutal, blutig und einfach nur verrückt. Ja, jetzt mal schauen, wie das Spiel hier wird, was wir hier machen müssen. Ich habe keine Ahnung, ich schmeiß mich hier einfach so rein. Auf jeden Fall können wir hier schon mal einen Charakter aussuchen. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den hier. Haircut, vielleicht gibt es was, was mir ähnlich sieht. Ja, wahrscheinlich das hier so. Ja. Hey, Friend. Greetings. Gut, ich würde sagen, next. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Was ich jetzt allerdings vergessen habe, ist der Heartrate Monitor. Tut mir leid dafür. Aber ich glaube, das wird crazy. Und wahrscheinlich wird man mich wieder sehen, wie ich schreie, heule
Blut und Schweiß gebadet. Das Spiel hier. Spiele. Okay, wir können rennen. Kann er nachts sich. Consuming Battery. Night Vision consumes Battery Power. Ja, schön. Mies. Okay, man kann sich auch lehnen. Da ich keine Ahnung habe, was mich eben hier erwartet, habe ich ein bisschen Angst davor. Ich habe gerade schon Schritte gehört. Ich glaube, das Ganze kann man ja auch im Koop spielen. Oder alleine, so viel ich weiß. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, ob das hier alleine ist oder zusammen mit anderen Leuten. Werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen nervös. Outlast 1 habe ich ja schon gespielt. Outlast 2 muss ich noch spielen. Und Erase Your Eyes, Remake Yourself. Eigentlich hasse ich ja die Spiele, aber die sind halt ziemlich gut. Was ist das denn bitte? Ein Haus in der... Die Musik. Die Musik. Kann ich näher zu irgendwie was machen? Sieht alles sehr freundlich aus. Wir gehen jetzt mal rein. Gut. Interessant. Ich soll da lang? Mach ich natürlich nicht. Ja gut. Nee. Ist das eine Kamera? Small battery. Proceed without irgendwas. Der Typ steht immer noch da oben. Gut, die Türen sind hier abgeschlossen. Dann muss ich wohl hier durch. Mother. Alter, die Bilder. Na gut, ich pull mal hier den Schalter. Was die Figur hier abgeschaltet hat. Die Tür ist wieder offen. Okay, ich wollte die Tür gerade schließen, aber gut. Dann ab zum Playroom. Ich muss ja schon sagen, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Ich habe schon länger kein Horrorspiel mehr gespielt.
Ich weiß halt nicht, was mich hier erwartet. Ich habe irgendwie bloß einen Trail gesehen im Spiel. Und ja, ein paar Leute haben es hier wohl nicht geschafft. Zum Tod. Hat sie gesagt, zum Tod? Tom war jemand. Das sah mir ein bisschen aus wie Herr Lümmelmann aus dem ersten Teil. Okay, noch eine Batterie. Das Night Vision. Hört sich sehr gut an. You can bash debris in doorways. Okay. Ich kann Sachen in den Türen zerstören. Hat mich leider nicht so erschreckt wie geplant. Leute. Komm, ich schließe mal die Tür von hier aus. Gut, hier funktioniert das Ganze wohl nicht mehr. Wahrscheinlich werden sie gleich lebendig. Ich würde gerne das Messer hier nehmen. Geht leider nicht. Ich gehe dann mal weiter. Ne? Oh, oh! Fuck, man! Fuck! Alter! Mann, das scheiß Spiel, ey. You're injured. You need medicine. Alter! Es ist die Closed Beta und das Spiel hat sie jetzt schon. Junge! Was steht da? Dying's easier. Die Musik heißt nichts Gutes. BRS to push and pull doors. Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt, Mann. Scheiß Pisse.
War das der Typ gerade? Okay, egal. Hinterher. Press L Shift to run. Theater. Ich denke mal hier rein, aber. Eine Batterie. Ey, schönes Bild, würde ich mir auch zu Hause aufhängen. Buongiorno. Ich komme mal rein. Ich soll den Apfel nehmen, denke ich mal. Na dann. Wissen, was passiert. Sie zieht mich hier rein oder irgendwie sowas. Oder die Puppen stehen auf. Nee, nicht so ein Killer-Clown oder irgend sowas. Oh shit! Wieso seid ihr alle so psycho? Wieso? Proceed with preconditioning. Sorry übrigens, ich weiß nicht, ob es Untertitel gibt. Wie gesagt, ich bin hier einfach reingeworfen worden eigentlich. Ich habe nicht mal die Einstellungen angeschaut oder sowas. Blockt. Auf jeden Fall. Finde ich scheiße gut.